Moin zusammen, herzlich willkommen im Kanal mit Don Matteo unterwegs. Wieder ein Video aus England, wieder mit einer interessanten Konstellation unterwegs, nämlich mit der U-Bahn, der Bakerloo Line, und zwar im Train Simulator. Wir haben sie ja gekriegt für den TSW2, aber hier im Train Simulator auf der WCML South ist diese Linie auch mit drauf und hat auch ein paar Szenarien, und eines davon fahre ich jetzt für euch und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze und wie es gewohnt seid, alles weitere auf der Fahrt. Ich mache das mal weg da. Die Türen sind offen. Ich mit Ctrl, Shift und S schalte ich die Maschinerie ein. Und das ist dann eigentlich schon alles, das man machen muss. Ich mache die Türen noch einmal auf. Da rechts von uns eine Klasse 378. Das Licht an. Genau, und dann fahren wir los hier in Harrow Wilston. Das ist bis nach Queen's Park fahren wir. Das ist eigentlich der Teil, der meistens oberirdisch verläuft. Das werdet ihr dann sehen. Und los geht's. Ist wirklich cool gemacht. Ich fahre das auch sehr gerne. Ein Pendolino. Ja, auf der linken Seite ist eben die normale Strecke, die West Coast Main Line. Und wir fahren hier jetzt auf der rechten Seite die U-Bahn Strecke. Da mitgebaut wurde. Es geht, wie sie ausgestaltet ist, natürlich nicht so perfekt wie beim TSW2, aber es macht durchaus Spaß, damit zu fahren. Ist auch relativ einfach, nur diese Richtungseinschaltung, und dann ist die Maschine schon bereit zum Fahren. Und es scheppert und es scheppert. Stark in die Eisen. Aber das ist man sicher beim U-Bahn-Fahren gewohnt. Da kommt der Gegenzug. Die Bimmel ist auch am Start.
gemacht da. Ein freundlicher Triebfahrzeugführer. Elephant Castle, hm? Die Endstation der U-Bahn. Aber wir fahren nur bis Queen's Park. Ist auch so ein gefürchtiges Gefühl da, wenn man so weit unten sitzt und da so ein großer Zug auf einem zurollt. Ich muss noch etwas vorziehen, ich bin da hinten gar nicht am Führerstand, so. Am Bahnsteig wollte ich sagen. Quatsch, was ich da erzähle. Genau. Oh. Der ist jetzt aber schnurstracks durch die Mauer verschwunden. Hm? Was sagt uns zu? Eine 66, eine Klasse 66 mit Climate Rail. Wirklich auch sehr schön gemacht. Wir sind recht lang, also fast immer eigentlich bis zum Bahnsteigsende vorfahren, dann haben wir auf jeden Fall für jeden Fahrgast einen Bahnsteig vor den Füßen, wenn er aussteigt. Liegen da mal etwas auf. Hier der Bahnbetrieb auf der WCML-Strecke und rechts davon, also in Fahrtrichtung rechts, der U-Bahn-Dienst. Underground. Telefonklingel auch am Start.
Wembley Central. Wieder eine Klasse 378, die auch da im S-Bahn-Dienst ist. Schauen wir das uns auch noch kurz an. Ups. Oh. Genau. Und weiter geht's. Wir fahren da jetzt unten durch. Unter der West Coast Main Line. Bridge Park. Hier ist schon hier ganz drüben die Hauptstrecke, da ist so ein Rangierfeld, Depotbereich, ein Stadion und wieder eine 378 am Anmarsch. Thank you.
richtig Full Speed heizen mit der Bahn da. Und wie gesagt, das ist der oberirdische Teil dieser Tunnelbahn, wenn man dem so sagen will. Von Queen's Park geht sie dann runter in den Untergrund. Aber wir sind bis Queen's Park immer schön oberirdisch. So können wir da aber auch mal das auskosten, was uns da geboten wird. Wieder eine 66 mit Container. Schwung unten durch. Schön was los, hä? Das 378 oben, dann auf der linken Seite der Güterverkehr, dann die Gegenzüge und hier voilà. Da hört man auch noch was. Müsste die Klasse 350 sein. Ja, ich bin wieder auf der BCML South unterwegs, South. Das ist eine Freeware-Strecke aus dem Alan Thompson Forum, bedingt aber gewisse Payware-Strecken, damit man die überhaupt betreiben kann.
Ich habe die DTG-Route von WCML nicht. Ich weiß nicht, ob da die Bakerloo-Line mit dabei ist. Und vielleicht weiß das jemand von euch, dann kann es in die Kommentare reinschreiben. Auf dieser Strecke ist sie mit dabei, voll ausgestattet und wirklich schön zum Fahren. Ich werde es dann alles wieder in die Videobeschreibungen notieren, dann könnt ihr das nachschauen. Und das gefällt mir auch so, wenn wir da jetzt auf die Tunnels fahren, da links, also links sind unsere beiden kleinen Tunnels und rechts sind die Tunnels der Hauptstrecke. So ein cooles Bild, wenn man da jetzt hinkommt. Die großen Tunnel für die große Bahn und die kleinen Tunnel für die kleine Bahn. Das ist halt eben England. Vielseitig wie kaum was anderes. Voilà. Nochmal von dieser Seite. Die großen Tunnel für die großen und die kleinen Tunnel für die kleinen. Ja. Aber es brauchst du ja nicht mehr. Wir haben ja gut Platz gehabt da drin. Und weiter geht's. Queen's Park, das ist dann schon unsere Endstation. Von unserem kurzen U-Bahn-Trip. Noch die Depotanlage oder eine der Depotanlagen, wo die Züge kurz zwischengestellt werden. Queen's Park. Ja.
Ja, das ist jetzt unser Endpunkt für diese Tour und weiter geht es jetzt dann geradeaus runter in den Untergrund, wo dann der Rest der Bakerloo Line auch im Untergrund verläuft. Wir werden jetzt unseren Triebzug da noch beiseite stellen aufs Gleis 3. Wir haben jetzt 2 Stunden Ruhe und können in dieser Zeit etwas für uns machen. 5 Meilen. Fahren wir da mal in die Halle. Ich zeige dann kurz mal noch die Karte. Das ist jetzt hier und die Strecke geht dann eben weiter hier unten durch. Das ist alles die Bakerloo Line bis herunter nach Elephant Castle. Das ist dann das Ende. Und hier ist der Start London Euston von der WCML-Strecke. Genau. Die geht dann hoch bis da nach Birmingham New Street. Eine wunderbare Strecke und wie gesagt, auch sehr viel Abwechslung drauf. Es wird auch noch ein Video kommen, dann von Northampton nach Birmingham New Street. Das ist auch noch in Planung, so dass ihr diesen Teil dann auch noch sehen könnt. So, da wären wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier in der U-Bahn überirdisch der Bakerloo Line. Ich wollte euch das einfach auch nochmal zeigen. Der TS hat also auch eine Bakerloo Line. Und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Don Matteo unterwegs. Bis dann, macht's gut und tschüss.